So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon Go und das ist das, worauf alle gewartet haben. Die Rivalenwoche ist gestartet, hey! Also seit 10 Uhr gibt es auf jeden Fall andere Pokémon, wie manche schon bemerkt haben. Sengoku und Pidgeot sind da in Raids, können wieder mal Shiny bekommen, sind auch wild zu finden. Es gibt zwei neue Pokémon, wer weiß, wie die heißen, schreibt es mal in die Kommentare. Da ist der Hannes, ne? Der wäre eigentlich jetzt schon gar nicht mehr da, weil sein Ticket für heute gebucht war und ihr habt gesagt, der muss bleiben. Jetzt muss er sich ein neues Ticket kaufen, aber ihr habt gestern ja fleißig gespendet und deswegen, das waren glaube ich sogar wirklich 51 Euro oder so insgesamt. Und ich habe auch einen gehabt, der hat bei PayPal direkt was gespendet. Der wurde leider nicht im Stream angezeigt, aber trotzdem auch danke an dich. Grüße gehen raus, stand nämlich auch dabei, gute Heimfahrt oder so. Mir wird Geld geschickt für die gute Heimfahrt sozusagen, also ich soll gehen, jetzt wissen wir es. Wir stehen jetzt wieder hier in unserer Lieblingsarena, das ist diese komische Hütte da, die im Spiel aber anders aussieht als wirklich ist. Hier Demeteros, Tiergeistform, ja, da wird man auch schon wieder eingeladen. Wir gehen jetzt mal ganz kurz hier auf YouTube, wir haben nämlich den Raid eingetragen, im Community-Tab gepostet. Wir haben gleichzeitig im Community-Tab auch die Konda-Liste gepostet. Typisch wie immer hat sich mindestens auch einer in der Konda-Liste eingetragen. Mensch, so ist es denn jetzt so windig? Irgendeiner hat sich auch in der Konda-Liste eingetragen und gesagt, wäre cool, wenn ich dabei bin, danke, dass du sowas machst. Bitteschön. Aber leider bist du, glaube ich, nicht dabei, weil du da falsch stehst. Ihr seht, 2 Orange, der ist eigentlich also relativ leicht zu besiegen. Leichter als Boreos, obwohl Boreos ja richtig mies war. Wir merken uns den 100er Wert, 22,41. Ne? Obwohl vielleicht ist er auch wettergeboostet, 28,01, weil wettergeboostet bei Wind und bei Sonne. Da ist die Sonne, der Wind sieht man an den Haaren. Also 22,41 oder 28,01. Aber das ist das, worauf es ankommt, 11.30 Uhr. Community Raid, dann müsst ihr das sortieren und dann haben wir die ersten 10, die kommentiert haben, die werden wieder eingeladen. Dann habt ihr den HX mit Carsten, Moro, Kulidita, Steini, Shenaya, It's Bitchy, Der Gamer, Kuli UHW, Patsch. Der Rest hat es leider nicht reingeschafft. GW, Luan Schilling, Foley, Isok, Louis Marx. Ich hab beide Accounts schon. Bastian, hier, 400er Glück an alle, sehr schön, Elebird, Chevy, Goldschli, Goldfischli, würde gern mitmachen. Viel Spaß, Ramses, du wirst deine wahre Freude an dem netten Tierchen haben. Sag nur Kyokre. Oh, das ist aufs Fang bezogen, also der schwebt wohl hin und her und macht Faxen. Egal, hier, zack, da kommen noch ein paar, die sagen, sie sind zu spät, aber sie freuen sich trotzdem. Wir werden ihn jetzt hier fix mal machen. Ich muss aber zum Übergang hier noch ein Tierchen fangen. Wir nehmen mal hier das Nidoran, dann stelle ich mich mal hier hin, dann machen wir den Raid, ne? Hast du schon Bock? Ja klar, mach mal. Ja, mach mal, genau. Und der Hannes hat wahrscheinlich gleich auch noch sein Level 48 Aufstieg, dem fehlt nämlich nur noch ein Raid. Richtig. Und dann geht's ab und das zeigen wir euch danach. Und einen Glückstausch wollen wir auch noch machen mit Demeteros gleich, wenn wir eins gefangen haben. So, Hannes sitzt am Tisch, jo, in die andere Richtung, dass wenn er umfällt, da kann ich ihn auffangen, ne? Das ist eine gute Sache. Wir drücken hier mal die Pässe an. Dann gehen wir mal hier rein. Und mit den 2 iPhones muss ich natürlich wieder einladen, ja. Haben mir die Leute ja wieder mit einem Punkt markiert. Das ist immer so die Taktik. Deswegen ist immer wichtig, dass ihr den Namen auch dazu schreibt. Hemmit, Steini, Moro, Kurli, Carsten, Patsch, Bitchy, Kurli, Shenaya, der Gamer. Was ich bei Kurli nicht verstehe, ich gebe Kurli ein, es zeigt mir Kulidita an. Ich gebe Kurli ein, es zeigt mir nicht Kurli UHW an. Ich muss UHW angeben und dann plötzlich zeigt es mir Kurli UHW an. Warum man über Kurli nicht alles Kurlische findet. So, was sind die besten Konda? Marmutil Eis. Eis. Eis-Pokémon. Es ist zwar windig, aber bei der Sonne kann man ruhig mal ein Eis essen. Ne? Hier fehlt noch ein Pass, sehe ich gerade.
Was ist denn hier? Das ist wichtig, der zuletzt jetzt reingekommen ist, der Account. Das ist jetzt Molly. Ja? Normalerweise macht die gar nicht mit, weil die blau ist. Molly macht aber jetzt mit, weil die Glücksfreund ist mit meinem Main-Account, dass die dann zusammen das irgendwie so machen. Ich könnte auf dem großen... Hier packt es Arktos rein und Glaciola, Kyokre. Entweder ist alles andere tot oder ich weiß es nicht. Ich habe ja auch einen falschen Account. Ich gebe einfach mal Eis ein und nehme einfach mal hier meine Mammutel-Armee oder Mammutel. Die finde ich nämlich immer noch am heftigsten. Auch wenn auf Platz 1, glaube ich, dieses von Flampivian ist, in der Eisform. Ah, die Eisform, ja. Hast du da eine gute? Ja, das sind meine. Ja, auch Mammutel-Armee am Start, ja. Also fertig. So, ich sehe auf jeden Fall deinen Arm, 47, müsste genau aufgehen. 6 Accounts hier, 10 eingeladen, sind 16, plus ein Hannes, sind also dann 17. Klingt also, als würde das genau funktionieren, außer es sind wieder ein paar Fremde drin und deswegen andere nicht dabei. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Junge, das hängt aber hinterher. Hier ist schon im Kampf, hier ist der Bildschirm noch schwarz. Jetzt kommt das Go-Logo, das Go-Zeichen überall. Okay, ja, jetzt sind sie auf jeden Fall alle am Kämpfen. Wir haben gestern noch ein bisschen abends NXT Takeover geguckt, ja. Die Night 1. Und heute wollen wir die Night 2 noch gucken. Weil viele gesagt haben, also Wrestling-Fans haben gesagt, dass NXT Takeover schon wieder viel besser war als die WrestleMania. Und man muss sagen, da waren wirklich ein paar heftige Moves dabei, Matches, Leute. Alles ist neu, wenn man das sonst nicht verfolgt. Deshalb ist es an sich eh spannend. Du weißt nie, wann es aus ist, weil du auch die Finisher nicht kennst. Auf den iPhones tut sich nichts. Gefühlt. Der ist immer noch bei der Hälfte grün. Hier ist er schon tot. Der schrumpft, obwohl er grün ist. Hier geht's ins Internet. Das ist sehr schön. Also irgendwo auf Google. Was war der Wert? 22,1 und ich dachte 22,41. 22,41 und 28,1 jetzt hat. Und was habe ich vergessen? Natürlich wieder das Glücksei. Ja. So, ich drück mal fix die anderen durch. Guck mal kurz, wie die hier aussehen. Da ist die Pokémon-Box voll. Oh, da ist auch die Pokémon-Box voll. Schmeißen also mal kurz hier was weg. Müssen hier den AR. Hier ist 22,20. 21,92. 21,76. Da ist das 22,20 schon ganz gut. Wichtig ist ja eh nur, dass wir das bei dem Molly-Account fangen, dass wir was zum Tauschen haben. Der Molly hat 22,02. Hier ist 22,06. Aber was hat der Große? Ne? Ich glaube, zum Fang bei dem Großen setze ich mich mal rum. Ich laufe einmal ums Eck. So, das schiebe ich mal hier hin. Da kann ich dir besser auf die Pelle rücken. Hier sieht man nämlich jetzt, dass die Kamera umfällt, weil der Tisch so schräg ist. Das funktioniert nicht. Hä? Machen wir es halt so. Keine Ahnung. So, sieht man das noch? Hier ist jetzt der Bildschirm eingeblendet. Da hinten ist ein Stück vom Hannes. Ja. Versuchen das einfach so jetzt zu fangen. Ist leider kein Shiny. Kann natürlich auch nicht Shiny sein. Müssen wir gleich dazu sagen. Beere drauf. Er fliegt wirklich. Er schwebt hin. Er schwebt her. Gar nicht groß gefackelt. Einfach Ball drauf. Einfach fabelhaft. Das heißt, Kreis brauche ich gar nicht mehr einstellen. Kreis kann ich so lassen, wie er ist. Immer nur warten, bis er angreift. Also so wie jetzt. Und dann aber auch ausreichend Schwung geben, dass der Ball überhaupt bis hinfliegt. War nämlich gerade ein bisschen kurz. Jetzt einfach fabelhaft wieder. Also Kreis brauche ich nichts mehr verstellen. Muss einfach jetzt immer nur warten. Am besten ist es, die sind aggressiv und greifen die ganze Zeit an, aber der schwebt halt trotzdem viel. Was hat deins gehabt jetzt? 21,98. Okay. Meins ist besser. Das erste Mal im Leben, dass ich den Punkt krieg, ja. Immer wenn wir bei Matches gewettet haben, wer gewinnt, ich sag eher, das sag ich eher. Und immer hat Hannes gewonnen. Ich habe immer den Verlierer gewotet, sozusagen.
genau nicht wegdrücken, sonst kommt ja der Levelaufstieg. Beziehungsweise, oder musst du noch was, willst du noch was öffnen, Geschenke, irgendwas? Nee. Hast du da noch ein paar Sachen? Da bin ich durch. Also können wir getrost warten. Ja. Schaltet morgen wieder ein, ob wir es geschafft haben. Hallo, Dimitheros. Ah. Also man könnte jetzt natürlich auch curven und rüberwerfen. Aber dann verstellt man ja den Kreis auch automatisch wieder. Dann ist das Problem, ne? Das wollen wir nicht. Daneben, okay. Die steht einfach gegen die Sonne gerichtet, ob das so gut ist. Ja, egal. Wir sitzen, es schwebt, das gleicht sich aus. Man könnte das natürlich auch zusammenschneiden. Ach, komm her. Werfen jetzt einfach mal rüber. Das dauert mir alles zu lange. Wenn er dann abhaut, dann bin ich wenigstens selber schuld. Und er kommt wieder raus, aber wir haben immer noch 12 Bälle übrig. Jetzt hängt er wieder dort. Nach links werfe ich nicht. Kreis ist wieder eingestellt. Also ihr könnt eigentlich, wenn er sich eh so viel bewegt, er wird ja nicht, wenn er zurück in die Mitte kommt, dann direkt angreifen. Das macht man ja nicht, oder? Man will ja erstmal chillen und gucken, wo man angekommen ist. 3 XL-Bonbons gibt es natürlich. Wisst ihr ja, bei jedem Legendären hat jetzt hier Lehmschuss und Kraftkoloss. Wir bewerten den mal ganz kurz. Auengrund, 13er Förder, L15, 13. Ich fange jetzt mal fix auf dem anderen. Dann zeigt man euch den Levelaufstieg und den Glückstausch. Das ist noch wichtig, ja? So, deswegen lasse ich das jetzt hier drin. So, die Frisur sitzt immer noch nicht wirklich, also das fliegt alles komisch rum. Wir wollen euch jetzt mal kurz den Levelaufstieg vom Hannes zeigen, wenn man das sieht. Ich sehe gar nichts. Da sieht man was Grünes. Jetzt müsste gleich da. Wupp, Level 48 ist auf jeden Fall da. Jawohl. Dann ist die Sonne, die macht Faxen. Das tote Tier auf meinem Kopf nehmen wir mal mit hier rüber. Wir wollen jetzt, wie gesagt, noch fix den Lucky Trade hier machen, zu gucken, was dabei rauskommt. Molly hat Anfrage geschickt. Glücksei, wie gesagt, habe ich vergessen. Ich werde einfach gucken, wenn heute nochmal jemand irgendwie einlädt zu einem Raid, werde ich den einfach mitmachen mit demjenigen und werde dann Glücksei anmachen und dann die Level 1er Dinger noch rausnehmen. 22.1 und wie viel hat der hier gehabt? 22.2. 22.1 und 22.2 werden getauscht. Mal gucken, was es da gibt. Ob da was Heftiges bei rauskommt, ob da eins wirklich durch die Decke geht. Meistens hat der kleine Account mehr Glück als der große. Ist jetzt hoffentlich nicht so. Und es ist ein, es macht. Nee, oder? Ja, wie geil. 22, 41 und ein hundertprozentiges im allerersten nice. Glückstausch. 13er Vetter in der Nähe von Auengrund, Thüringen. Das heißt, ab jetzt 100 Raids machen, 300 XL-Bonbons sammeln und. Nice. Also, das war mein Ziel. Ich habe gesagt, ich muss so viele Raids machen, bis ich einen 100er kriege. Oder er macht einfach einen Glückstausch, fertig. Der andere hat übrigens 22,23. Das war auch nicht schlecht. Also, den muss man eigentlich gar nicht zeigen, aber er zeigt es natürlich trotzdem. Das ist sehr nice. Ach, keine Ahnung. Sieht man das? Das sieht man bestimmt wieder nicht. Guckt euch das an, vielleicht fürs Thumbnail irgendwas. Ich glaube, die Belichtung ist verkackt. Aber trotzdem, gibt's sowas? Das ist bei Regiraum ist das passiert. Raid gemacht, es ist geflohen, gedacht, ach komm, machst einen zweiten Raid noch mit, hast eins gefangen, dann hast du dir direkt eins getauscht, zack, 100% Glücks. Da ist mir jetzt auch die Frisur egal, 100% Demeteros, gleich am ersten Tag, jetzt entspannt. Das heißt, bei Raid Mania werde ich wahrscheinlich fangen und nicht einfach Einladung für Einladung für Einladung annehmen und abhauen. Ich habe ja das 100er schon. Ich werde einfach bei der Raid Mania diesmal fangen und dann den nächsten Raid annehmen. So, das war es von meiner Seite aus. Das war der Glücksbringer Hannes, ne?
Nur weil er da geblieben ist und wir jetzt den zusammen gemacht haben, hat es geklappt. Demeteros 100% Glücks, wieder ein neues 100er da drin. Jetzt XL-Bomben sammeln. Wir gehen heim heute Abend noch die Spotlight-Stunde mit Menki. Da können wir ja wieder ein bisschen quatschen. Ne? Hannes ist jetzt auch noch bei. Ja. Und das war's. Ich bin raus. Aus. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.